Einen recht schönen guten Montagmorgen, 4. April, 10 vor 7. Willkommen auf meinem Kanal. Es freut mich, dass ihr zugeschaltet habt. Ja, ihr habt's gesehen, Minusgrade. Jetzt schaue ich da schnell bei den Kartoffeln rein. Leider habe ich keinen Thermometer hier. Ich habe da knapp auf 0 Grad gestellt und gebe da noch ein bisschen mehr Wärmeschub. Es ist kalt. Es fühlt sich kalt da hier, aber sicher über 0. Ihr seht, ich mache ein bisschen Wärme verlieren. Machen für die Kartoffeln. Verlieren, sehr deutsch. Das andere Problem ist Heizöl. Heizöl ist teuer. Warum nur das Nötigste heizen, nicht so viel? Ja, und Boden gefroren. Das ist klar, bei minus 3 Grad. Zuckerrübenfeld. Die Rüben sind noch unter der Erde, zum Glück. Ja, da liegt ja wohl jemand unter dem Hochlader. Ja, wir wollen nur die Diagnose zerstören. Diagnose? Warum verliert der Hochlader Öl? Zwei Mann unter dem Hochlader. Ui, ui, ui. Ja, nur stopfen. Weißt du, da musst du mal dein Zeug abnehmen, sonst kommt man nicht dazu. Dort siehst du jetzt noch so einen. Ja, ich sehe natürlich nichts. Ich würde es dann gleich, wenn ich da kann. Das ist so ein Stück, das rauskommt. Ist das Motoröl? Das ist Motoröl. Aha, ja. Doch. Siehst du? Aha. Weil es ist schon schwarz. Aha. Merkel. Thank you.
da wird Reutiger Mergel verbaut. Der wird ganz kompakt und fest. Der ist, das bindet, wenn man den walzt. Und dann hält es wieder bis zum nächsten starken Gewitter, wenn da wieder ein Bach runterläuft. Aber ich hoffe, es wird nächstes Jahr nicht, also dieses Jahr nicht der Fall sein. Ja, und jetzt 3:30 gewesen, Kaffeetime für Bauerhause und die Numa. Den Arbeitern, die da den Platz machen, habe ich schon Kaffee gebracht. Jawohl. Ich wünsche euch einen schönen Tag und man sieht sich. Tschüss zusammen. Ciao, ciao. Ciao.